Willkommen zurück zu Let's Play Project Blackout. Ich habe gedacht, ich mache noch ein Part und um euch zu zeigen, wie gut ich doch bin. Deswegen gegen einen, der meine Videos geguckt hat und den mache ich jetzt fertig. Das ist auch sehr gut für mein Image und so. Ach nee, jetzt ich habe noch die Sniper hier ausgewählt. Wir machen ein Deathmatch auf Downtown gegen Dennyso112. Ich weiß nicht, ob er einen YouTube-Kanal hat, sonst würde ich den jetzt nennen, aber naja, wir haben schon ein paar Matches gemacht und hat eigentlich relativ Spaß gemacht. Ich sag mal, es ist ausgeglichen gewesen. Da ist sie! Die Schlampe! Ist wahrscheinlich ein Er. Und hat eine Shade-Tag auch noch. Pass mal auf. Guck mal hier. Oh, jetzt gehst du zur anderen Seite. Ich bin nicht so doof. Wie ich aussehe. Warte, ich könnte ihn ab. Ich hätte ihn abknallen können, aber er geht jetzt da lang. Das heißt, ich schleiche mich mal hier so rum. Oh, scheiße. Der ist doch wieder da. Nein! Ich dachte, sie geht in die Luft hoch. Wow, jetzt Pussy-Angriff. Pussy-Angriff. So. Soll ich schreibe mich nicht mal auf? Nee, mach ich mal nicht. Bin nicht so böse. Nachher geht er noch. Ja, jetzt habe ich keine Waffen mehr. Ich habe es einfach weggeworfen. Ich will eigentlich die AUG. Die AUG habe ich nämlich heute gewonnen. Oh. Okay. Na gut. Dann geht er jetzt auf und wir machen nochmal ein anderes Match. Schade. Ich hätte mich doch gefreut. Na gut, dann gehen wir jetzt irgendwo anders rein, kurz. Er muss essen. Na toll. Gerade wo ich aufnehme. Daran sieht man schon mal, ich habe es nicht mit ihm abgesprochen. Sonst würde er... ich gehe in Lackschwill rein. Ich hoffe, ich kann jetzt noch ein paar Kills machen. Ich habe gedacht, ich mache jetzt nochmal einen Part. Das ist dann der vierte. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen erkältet. Das heißt, ich versuche nicht durch den Mund zu atmen. Weil man das sonst hören könnte. Durch die Nase ist aber ein bisschen schwer. Sehr wichtige Information fürs Let's Play. So, ich bin in Rot drin. Und wir führen 2-1. Ist ganz ordentlich. Hat überhaupt noch nichts zu bedeuten, aber wir führen jetzt 3-1. Ich habe jetzt auch eine AUG. Okay. Oh, scheiße. Ich vergesse... Oh Mann, jetzt starte ich mit dieser Scheißwaffe hier. Wo ich auch eben gerade das Match gestartet habe. Na gut. Sniper-Action, ja! Ich mache jetzt einen auf Geronimo. Hey, hallo, wie geht's dir? Lol. Wie du... Was man für gute Chancen hat, wenn man einfach so Suizid eigentlich begehen will. Man kann den Gegner einfach abmorksen, weil der gar nicht mit so einer Offensive rechnet. Aber ich habe mich jetzt umgebracht, weil mit einer Sniper hat das hier wenig Sinn. Es sei denn, ich wäre den anderen Weg gegangen. Vom Respawn-Punkt aus. Marlboro. Marlboro. Schöne Zigarettenmarke. Aber ich persönlich rauche nicht. Manche machen es, weil es ja so cool ist, ne? Ist auch cool, früher zu sterben und alles. Gut, wir legen die Bombe. Es leben noch. Warte, ich gehe mal kurz auf Tab. Das Leben, boah, einer lebt nur noch von den Gegnern. Sieht sehr gut aus. Nur ich natürlich wieder der Noobie. Ich hoffe, morgen bekomme ich eine Shade-Tag. Ich hoffe es, weil jeden Tag bekommt man ein anderes Geschütz oder man wählt eben die Maske aus. Ne? Ah, es ist voll schwer, nicht durch den Mund zu atmen, weil meine Nasen total zu sind, quasi. Ach, das ist doof. Es hört sich doof an, weil ich das alles kompressiere. Jetzt mache ich schon wieder Suizid. Wenn ich rede, dann konzentriere ich mich gar nicht mehr aufs Spiel. So hat's den Anschein. Und jetzt sterbe ich wegen einer Granate. Oh, doch nicht. I need help. Oh, geh weg. Ich will überleben. So. Noch 20 HP. Na toll. Uah, noch eine Granate. Das ist das Problem, wenn ich immer aufnehme. Aber den kennen wir auch noch. Den haben wir in allen drei Parten letztes Mal, glaube ich, gesehen. Bis auf President for Hacker. Haben wir ihn, glaube ich, nicht gesehen. Naja, irgendwie ist es so, wenn ich rede, dann habe ich ein Problem. Und zwar ein Konzentrationsproblem. Vielleicht sollte ich echt mal nur ein Gameplay machen. Ich weiß nicht. Wäre vielleicht etwas besser. Oh yeah. Na, sie sagt, oh yeah. Wenn das Akku Machi sagt, dann müsste ich das mal machen. Über... Ach, die springt jetzt runter und bringt sie um. Oder auch nicht. Ey, was macht die da? Es bringt nichts...
Okay, diese Runde werden wir wahrscheinlich verlieren. 2 gegen 1 heißt aber nichts. Man kann das Match trotzdem noch drehen, aber sie wurde von Roman Goddess besiegt. Na gut. Also jetzt konzentriere ich mich mehr. Ja. Alter, Mann, dieser Danny da. Jetzt lose ich schon wieder ab. Das gibt's doch nicht. Vorhin habe ich ein paar Runden gespielt, da habe ich teilweise 15-3 gewonnen. Jetzt liege ich wieder mit 0-3 zurück. Das gibt's nicht. Wie bescheuert ist das denn, ey? Ah, die beste Map wäre eigentlich so Burning Hall. Die wäre richtig geil. Wobei die hier eigentlich auch ganz gut ist. Aber dann doch eher nicht so meins, weil das hier, da kann man sehr schnell defensiv gehen. Wenn die Gegner auf defensiv sind, dann wird es schwer als Einzelner dadurch, weil in manchen anderen sind sie zu offensiv und da kann man sie leicht töten. Aber wenn sie alle sehr defensiv aufgebaut sind, dann wird das schwer. Alter, was ist denn das hier für ein Pro? Mit so einer Gammelwaffe. Die Gegner stellen sich voll doof an gerade. Und wenn die Granaten immer so schief fliegen, ich glaube, dass aus der eigenen Perspektive ist das immer gerade. Aber wenn das andere sehen, der hat einen Wall oder so. Der hat irgendwie ein Heck. Der hat sofort gesehen, dass da einer ist. Ja. This kid is walling. Ja, stimmt, der sieht. Ja, klar, der ist walling. Alter. Es sind so viele Hacker hier noch. Aimbotte, alles mögliche. Es ist einfach zu herrlich. Finde ich so schlecht vom Spiel. Schade. Ich habe jetzt eigentlich nur aufgenommen, weil ich mal gegen die Community spielen wollte und dann sagt die Community, wir gehen essen oder ich gehe essen. Das ist ganz toll. Hätte ich ihm vielleicht vorher sagen sollen, aber natürlich. Ach, ich bin ja gerade um 12 aufgestanden, weil heute der freie Tag von mir ist. Ich wollte eigentlich Dragon Ball aufnehmen, dann vielleicht noch The Walking Dead aufnehmen. Ja, und dann wache ich um 12 auf und da habe ich mir die Frage gestellt: Scheiße, ich habe heute einen freien Tag und was passiert? Ich schlafe bis 12 Uhr. Das kann doch nicht sein. Wieso schlafe ich bis 12 Uhr? Nächstes Mal stelle ich mir auf jeden Fall einen Wecker um 9. Somit habe ich so viele Stunden, ich bin so ein Trottel. So viele Stunden in den Sand gesetzt wieder. Dann habe ich ein paar PB-Runden gespielt und Essen, ja. Bei mir gibt es auch wahrscheinlich gleich Essen. Sollte es eigentlich, aber dann verschiebe ich es eben ein bisschen. Tja, das war schlecht, was ich wieder mal dargeboten habe für euch. Extra für euch ein 0-4. Ich gehe hier nochmal raus, weil das ist zu langatmig und ich will in ein Deathmatch am liebsten. Ich will doch in kein Bombenmatch, eigentlich nicht. Library und das ist ein Deathmatch, da gehen wir mal rein. Und das läuft, ich weiß nicht wie lange noch, habe jetzt nicht drauf geachtet, vielleicht noch 2 Minuten oder so. Würden wir nochmal Neues machen. Vielleicht können wir hier ja wieder eine Shaytech klauen. Oh, Mann. Mohon. Pass mal auf. Ich mache jetzt Folgendes. Ich werfe da eine Granate rein. Vielleicht treffe ich hier einen. Ja, ich habe eine Leiche getroffen. Cool. In your Fresse. Bringt mich um. Ja, sehr schön. Das wollte ich. Oh, die hätten einen Shaytech, Alter. Wenn ich die hätte, dann würde ich richtig abdancen. Letztes Mal mit der Shaytech habe ich nur 2 Kills gemacht. Weil da ein Überraschungsschuss von dem Programmer war. Aber immerhin 2. Besser als 0, ne? Ah. Okay, der unter mir ist gerade unter Beschuss. Vielleicht kann ich da gleich eingreifen. Damit.
1-1 ist doch sehr mager. Und die werden hier immer erschossen, wenn ich reinkomme. Schrecklich sowas. Alter! Mann, wie schnell die einen Headshot erlangen. Das ist einfach unglaublich. Und ich lose hier richtig ab. Machen wir heute mal eine lange Folge draus. Und werden danach nochmal hier ein Match machen. Schön lang machen wir es heute. Vielleicht kann ich da ja mal überzeugen. Einmal wenigstens Plus haben. Ich weiß auch nicht, warum das momentan so schwer ist. Ich glaube, insgesamt habe ich sogar noch Plus. Das ist das Heftige. Wo man in meinen Parts nur Niederlagen sieht und nur Minus sieht, habe ich dennoch Plus. Ich treffe hier gar nichts. Warum treffe ich nichts? Liegt das am Aufnahmeprogramm oder was? Alter. It's unbelievable. Nein! Ich mach mal jetzt eine Runde ohne reden. Mal sehen, ob das besser ist. Ich konzentriere mich jetzt richtig hundertprozentig. Darum erwische ich wahrscheinlich nicht. Zu verwinkelt. Naja, immerhin 4-3, aber wir werden jetzt noch eine Runde spielen. Ich gehe mal kurz raus hier. Noch 23 Minuten, dann bekomme ich die Secondary-Waffen, wie zum Beispiel Granatwerfer. Ach, wir bleiben hier drin. Andere Räume gibt es momentan noch nicht. Komm, geh ready. New Host, New Host! Ich werde jetzt rausgeworfen. Nö, ich darf spielen. Naja, 4-3, immerhin Plus. Aber das ist gar nichts. Für mich zumindest überhaupt nichts. Jetzt werft die doch nicht weg. Jetzt mache ich hier mit WX noch einen kurzen Kill. Wow! Die Dose! Sie ist eine überpowerte Dose. Ja gut, das war ein geschenkter Kill. Das gebe ich jetzt zu. Aber ein richtig geschenkter Kill. Nein! Das war ein geschenkter Kill. Das war ein geschenkter Kill. Aber wirkliche Kills waren das jetzt hier auch nicht. Ah, scheiße. Den hätte ich fast gehabt, diesen Reason Guard. Okay, die gehen alle unten rein gerade. Ein richtig erkämpfter Kill ist es, wenn der Gegner auf dich schießt. Ansonsten ist das, naja, ist mal ein Kill, aber... Wenn du den Gegner in den Rücken schießt, na gut. Das kann jeder irgendwie, ne? Obwohl, anscheinend nicht, wenn die dann keine Kills machen. Wenn die so doof sind und hier hochrennen und nicht nach oben gucken, haben sie Pech. Du kommst nicht mehr raus. Nein. Na gut, geh durch. Du Lümmel, du. Aber sehe ich das doch einmal, dann hole ich meine Wutpeitsche. Oh, jetzt lässt sie mich nicht raus, Alter. Verstehe einmal die Frauen hier. Oh, scheiße. Den bring ich noch um. Das ist Michael. Oh, dann eben nicht. Ist eine Granate in die Luft geflogen. Oh, ich renne schnell durch. 4-2 immerhin. Wir führen mit 19-17. Das sind auch genau die zwei, die ich hier... Auch schon wieder der gleiche. Und ich habe ihm so viel Damage gemacht und er rettet sich. Aber... Hier ist die Revenge. Oh, und ich renne noch rein, aber bekomme keinen Schaden, Gott sei Dank. Weil sie vorher explodiert ist anscheinend. Hoho. Ja, hatte ich nachgeladen, so ein Müll.
Junge, warum läuft er mir in mein Visier rein? Ich wollte den da vorne killen, nicht den davor. Ich bin ja jetzt der Führer. Haha, geil. Ich bin der deutsche Führer! Na gut, nicht so gemeint. Warum sind die hier so doof? Wegsen. Ah, ich habe ihn getroffen. Na gut, hier, nimmt er. Ah, scheiße, voll auf die Scheibe, ich Vollpfosten. Die fällt dann ja natürlich nicht runter. Die Scheibe geht dann irgendwann kaputt, aber es bringt nichts. Ich habe dich gesehen, ich habe vorhin auf dich geschossen und sterbe jetzt. Ah, ist das schlecht. Oh mein Gott. I'm a noob. Und der Trottel geht da hoch. Warte noch ein bisschen, bis ich wieder respawned bin. Ja, das reicht schon. Hier ist die Vergeltung! Oh, jetzt wurde er von einer Granate gekillt. Wow, Sniper, ganz gefährlich. Ganz gefährliche Sache. Oh, sehr schön. Ich wäre sonst gestorben. Was hat die? Auch eine Aug. Nein, lass mich in Ruhe. Nachher kann ich nicht wieder zurück und das ist das Problem. Bringen wir uns gegenseitig um. Wir wollen noch gewinnen, aber wir bringen uns trotzdem gegenseitig um. Scheiße. Glück gehabt, da war ich noch hinter der Wand. Und hier nicht mehr ganz. Ich habe noch einen HP. Wow. Ich würde hier jetzt Suizid machen, aber die Chance, dass ich getroffen werde, ist einfach zu groß. Deswegen mache ich jetzt einfach Geronimo. Töte 1, 2, 3 Kill und lauf durch das Feld, wo mich mit Sicherheit keiner sieht. Oh wow, ich bin durchgekommen. LOL. LOL, ich mache noch einfach 2, 3 Kills. Haha, wie herrlich. 12-5. Na, es ist nicht ganz so gut. Hatte schon mal bessere Ergebnisse, aber 13-5, jetzt ungefähr ist es gleich so gut, würde ich sagen. 13-5, das ist ganz gut. Wenn es 8-5 ausgeht, wäre es perfekt. Aber die sind ja auch doof und ich treffe sie nicht, ich Dulli. Oh Gott. Ich bin mindestens genauso bescheuert, weil ich die nicht treffe. Uah. Scheiße, Korea. Korea ist wieder da. Nein. Okay. 4 Minuten noch. Und 14-6. Den habe ich nicht ganz getroffen. Der ist noch runtergefallen. Wie ein Bappy. Hier steht dieses Mal kein Sniper rum. Und von da unten kommt wahrscheinlich gleich einer. Wenn hier schon Tote liegen. 1, 2, 3 Kill. 1, 2, 3, meins. Wen habe ich umgebracht? 1, 2, 3 Kill, sehr schön. Aber das war ganz knapp. Er ist gerade um die Ecke gegangen. Ganz, ganz knapper Kill war das. 15-7. Ja, sieht ganz gut aus. Muss ich ehrlich mal sagen. Hier ist, wie gesagt, eine sehr offensive Map. Hier kann man eigentlich leicht Gegner umbringen. Und ich sterbe noch. Oh Gott, wieder gegen diese Overdose. Aber ich habe einen Kill gegen sie gemacht. Das habe ich gleich realisiert gehabt, dass es auch gegen sie war. Super. Ich werde wahrscheinlich noch überholt. Es sei denn, ich mache jetzt ein paar Kills. Ach, Mist. Oh, 1, 2, 3. Korea. Hua! Nein. Dann ist mein Magazin alle. Ah, 16-9. Es wird wahrscheinlich noch zweistellig, weil ich gehe jetzt weiterhin in die Offensive. Müssen wir auch, weil wir zurückliegen. Obwohl ich so einen hohen Score habe. Einen relativ hohen Score. So. Weg mit dem Müll hier. Noch 2 Kills. Und von uns darf keiner sterben, dann hätten wir den Ausgleich. Aber ich sag jetzt schon, die werden sterben. Ich weiß ja, wo der stand. Eigentlich könnte ich jetzt von oben drauf schießen, aber der eine war im Weg. Oh Gott, schön doof sind wir alle gewesen. Oh, minus 3, das kloppt richtig in den Minusstellen. Okay, dieser Sinsin, Nito und Skum, die haben minus 10 jeweils. Das ist sind natürlich super Ausreißer, so wie man das in der Mathematik bezeichnet. So. Hab auf jeden Fall keinen getroffen. Boah, es ist so knapp. Es ist unglaublich. Wieder der Korea mit der Sniper, mit der Shotgun.
Sehr schön. Damit. Ach ja, einer von uns hat mit das Bass geschossen. Ah, Love Shot. I love you too. Ah, warte. Too. So. Wir wollen ja perfektes Englisch machen. Hier. Praktizieren ist ja Bildungsauftrag. PB ist Bildungsauftrag. Das ist das Spiel, wo man sich nie beleidigt. Nie als Hacker oder so. Och, scheiße, ich bin so bescheuert, Alter. 19-12. Ich werde noch überholt. Bin dann also nicht Erster, aber na gut. Hauptsache eigentlich, wir gewinnen. Beziehungsweise wir haben Spaß dran. Oh, Alter. Die ist echt total offensiv. Oh, noch 5 Kills. Die Overdose. Bam. Ah, Ausgleich, wenn ich das noch schaffe. Kann ich das noch schaffen? Können wir das noch schaffen? Na, wir haben gewonnen. Ah, und ich bin sogar Erster. Ist ja geil. So, damit würde ich sagen, das ist ein persönliches Ende. Ich habe alle bestochen. Ich habe allen Geld gegeben, 500 Euro, damit ich jetzt so gut aussehe. Zum Schluss. Und wir sehen uns dann vielleicht im nächsten Part. Wenn ich morgen eine Shade Tech habe, dann wird es noch ein Part, wie gesagt, wenn ich dann nicht. Bis dann. Ciao.